Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, hier aus unserem wunderschönen Palais Freiluft im Herzen von Wien. Schön, dass Sie wieder bei unserem Kurier-Talk dabei sind. Und ich sage es ja immer zu Beginn, es lohnt sich auch diesmal. Ich habe nämlich eine gute Nachricht zu verkünden. Der Opernball findet statt, auch im Jahr 2022. Vielleicht nicht in der Wiener Staatsoper, aber in Langenlois. Denn dort ist nämlich Christoph Anger-Trenkwitz Intendant, den ich heute sehr herzlich bei mir begrüße. Lieber Christoph, schön, dass du da bist. Lieber Peter, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. 21. Juli geht's los, Richard Heuberger, der Opernball. Genau. Warum dieses Stück? Warum Opernball, das fragen sich der Kari Hohnlohe und ich natürlich schon seit 20 Jahren. Nein. Warum die Operette der Opernball in Langenlois? Sie war noch nie dort. Es ist ja so eine Erstaufführung für das doch sehr traditionsreiche Operettenfestival, heuer 26 Jahre. Ist das letzte Meisterwerk der Goldenen Operette und ist wirklich ein Juwel, das gar nicht so leicht zu machen ist, wie überhaupt Operetten gar nicht so leicht zu machen sind, wie sie wirken sollen. Aber ich bin jetzt schon sehr, sehr optimistisch und zugleich nervös natürlich auch, aber optimistisch, dass das wirklich funktioniert. Also erstmals Opernball in Langenlois, natürlich hat auch mitgespielt, dass man mir zwei Wiener Staatsopernbälle weggenommen hat und dass ich dann irgendwie das Gesetz des Handelns an mich reißen musste. Jetzt findet es statt. Was hast du an diesen zwei von dir gerissenen Opernballabenden eigentlich gemacht? Statt mit Kari im Kommentatorenkabinchen zu sitzen. Ich habe die Zeit auch sonst nicht mit Kari verbracht. Ja, einmal habe ich sogar eine andere Moderation reinbekommen, was großartig war. Und einmal war ich einfach mit meiner Frau zu Hause. Ich habe jetzt den Opernball nicht wirklich vermisst, kann man sagen. Aber so eine gewisse langsam kann er wieder. Also wenn er 23 wieder stattfindet, würde ich mich schon freuen. Also nächstes Jahr würdest du wieder dabei sein? Ich hoffe, wenn ich darf, bin ich dabei. Ich meine, einmal im Jahr bin ich ein Experte für Promis und Pflanzen und alles Sachen, die mich und Walzer, was mich sonst nicht so interessiert. Aber man tigert sich da eine Woche lang hinein in die Vorbereitungen und es ist so eine verrückte Nacht. Und die Vorstellung, dass da 1,2, ich weiß nicht, über 1 Million Menschen dabei sind und sich das anschauen und jeden Blödsinn, den ich sage, mitschreiben. Das ist schon was Tolles. Und neben dem Kari sitzen ist überhaupt immer Vergnügen. Du sagst nie einen Blödsinn übrigens. Das stimmt. Nein, das ist all jedes Wort Gold. Nein, natürlich sagen wir ein bisschen Blödsinn, aber so diskreten Blödsinn. Keinen zu plakativen Blödsinn, sondern leichten Blödsinn. Zurück nach Langenlois. Ja. Du hast wunderbar gesagt, der Opernball ist so eine irre Nacht, so eine wirre Nacht. Das ist genauso bei Richard Heuberger, wo Paare auf diesen Ball gehen und eigentlich die Frauen bestehen die Treueprüfung, die Männer eher nicht. Du spielst den Kellner Christoph. Genau. Es ist so, es ist so ein bisschen eine Operetten-Così fan tutte. Die Treue wird auf die Probe gestellt und sie funktioniert nicht, weil die beiden Männer wollen da natürlich die Nacht ihres Lebens verbringen und das geht ja immer schief. Aber es geht irgendwie sehr sympathisch schief. Es hat natürlich Berührungspunkte mit der Fledermaus. Auch da ist im zweiten Akt ein rauschendes Fest, aber es ist doch ganz anders. Die Fledermaus ist irgendwie weich und sympathischer und am Schluss heißt es sehr wienerisch. An allem war nur der Champagner schuld. Also ich habe ja damit gar nichts zu tun. Beim Opernball verfeinden sie sich wirklich ein bisschen miteinander, habe ich das Gefühl. Also in der Originalfassung hätte ich es gar nicht spielen wollen, aber ich habe Gott sei Dank den Glücksfall und Glückstreffer eines wunderbaren Regisseurs, der auch eine so ein bisschen neue Fassung geschrieben hat, die wunderbar funktioniert. Du sprichst von Peter Lund, der an der Volksoper einen Hit nach dem anderen eigentlich inszeniert hat. So ist es. Von der Frau Luna bis Axel an der Himmelstür. Der Himmelstür, ganz genau. Eine wunderbare Charterfürstin. Ja, genau. Und der Peter Lund, das ist so ein Profi. Er hat einen wahnsinnigen Respekt vor der Operette, aber der Respekt bringt ihn nicht zur Untätigkeit, sondern der Respekt bringt ihn dazu, die Sache in die Hand zu nehmen, weil es gibt ja dieses dumme Wort modernisieren. Man muss das modernisieren und das muss moderner sein. Nein, man muss das nicht botanisieren. Man muss die Operette gerade liebevoll an sich ziehen, sagen wir so. Es ist ein Liebesakt. Also da muss man schon etwas bewegen und der Peter Lund bewegt viel in seinem Text und schreibt natürlich, unter Anführungszeichen, moderne Dialoge. Moderne Dialoge, die aber in der Zeit sind, aber die ein Publikum von heute, das würde ich lieber sagen als modernisieren,
dem Publikum von heute einfach empfehlen, die Sache. Die pointenreich sind Überraschungen, also die Hortense geht dann so hin und wieder mit dem Kommunistischen Manifest herum und sagt, ja, ich bin ja, die Männer sind nur Produktionsmittel, also das Stubenmädchen, das Pendant zur Adele. Nein, es ist voll. Und die Musik ist so wertvoll. Es gibt relativ wenig Schlager unter Anführungszeichen, viel wunderschöne Musik, aber es sind sehr viele Ensembles drinnen, weil die Leute sich ständig austauschen und so. Einen berühmten Schlager, den summen wir natürlich alle vor uns hin. Das Chambre séparé. Hier ins Chambre séparé. Das kommt zwei, drei Mal und ist wunderschön. Schon die Ouvertüre ist ja ein Wahnsinn. Die Ouvertüre ist eine der besten Operetten-Ouvertüren, die je geschrieben wurden. Und das heißt, dass die Heuberger nicht alleine geschrieben hat, sondern dass ihm da der Alexander Semlinski ein bisschen auch instrumentatorisch unter die Arme gegriffen hat. Ist ja auch kein schlechter Komponist, ja, Herr Semlinski. Gar nicht. Und das ist, also die Operette beginnt schon mit einer so fetzigen Ouvertüre. Ich habe auch einen tollen Dirigenten, Gerrit Prisnitz, auch von der Volksoper her nicht unbekannt, der also wirklich von Mozart bis hin zu europäischen Erstaufführungen und zuletzt an der Volksoper Tod in Venedig von Benjamin Britten großartige Arbeit leistet auch. Also da bin ich auch froh mit dem Dirigenten. Du hast doch ein super Ensemble, Julia Koce, Boris so Eder, nur um einige zu nennen. Ja, ja. Stichwort Volksoper. Vorbei. Volksoper ist vorbei für mich nach 19,5 Jahren und interessanterweise habe ich also... Das ist für mich ganz wichtig. Ich habe weder irgendeine Reue, noch irgendeinen Groll, noch irgendeine Wehmut. Ich habe dort über 19 Jahre noch unter Rudolf Berger angefangen, der ein bisschen ein glückloser Direktor war, der unter seinem Wert, glaube ich, geschlagen wurde. Aber dann kam die Ära Meyer, 15 Jahre. Wir haben jetzt das Ende gerade gefeiert, also Ende Juni an der Volksoper. Und ich habe mich dort wohlgefühlt, ich habe dort wirklich viel machen können. Also ich habe mich sehr viel ums Musical gekümmert, europäische Erstaufführungen wie South Pacific und Brigadoon und viele, viele andere Sachen. Aber natürlich auch Oper und Operette gemacht. Also ich habe nicht das Gefühl, da hätte ich noch ein oder drei oder wie viele Jahre bleiben sollen. Ich freue mich, dass der Kreis ausgeschritten ist und Volksoper ist beendet und ich wünsche den Nachfolgern das Beste. Stichwort Musical, du hast da wahnsinnig viel getan, wie du richtig gesagt hast. Direktor Robert Meyer hat erklärt, bei einem Musical Sweeney Todd, wunderbare Geschichte, nur über meine Leiche. Und ich habe dann gesagt, leise, aber doch, das lässt sich einrichten. Und er hat dann wirklich den Richter Turpin gespielt, der vom Sweeney Todd also spektakulär abgekragelt wird, also der Teufelsbarbier, der seinen Kunden die Kehlen durchschneidet. Und das war auch toll, weil Robert hat wirklich viel und Tolles gespielt. Aber beim Richter Turpin, das ist der Erzbösewicht, eine derartig widerliche, unsympathische Figur. Und sein Rollenfach ist ja doch eher der joviale und lustige oder mürrische, besoffene Frosch, was auch immer. Aber das war wirklich, da habe ich mir gedacht, geht das gut? Aber es ist großartig gegangen. Und Stephen Sondheim war da. Was will man mehr? Und der Anblick von Sondheim in der Loge bei der Premiere, wie er so ins Publikum schaut und nickt und sich freut und der Witz zieht auch, versteht gut Deutsch, aber nicht sehr gut. Und wir waren mit Stephen Sondheim beim Heurigen und haben Blunzenradeln gegessen. Das können ja auch wenige Leute von sich behaupten. Das ist richtig. Blunzenradeln mit Stephen Sondheim. Also ich glaube, hier gibt es keinen. Hier gibt es anderes gutes Essen. So ist es auch nicht. Ja. Langenlois, deine Pläne für die Zukunft? Ich habe Pläne für die Zukunft, die für 23 verrate ich auch schon. Ja, bitte verraten. Weil die auch schon im Programmheft dann sein werden. Das Land des Lächelns. Mhm. Das Land des Lächelns. Muss ich nicht sagen, einer der ganz, ganz großen Sachen. Für das Jahr 24 kann ich sagen, dass mir Peter Lund schon das Ja-Wort gegeben hat, das er natürlich jederzeit widerrufen kann. Und ich kann sagen, dass am 1. Jänner 24 Emmerich Kahlmann rechtefrei wird. Aber mehr Details möchte ich. Darauf muss man nämlich auch immer schauen. Da muss man wirklich drauf schauen, weil wenn man dann, also Verlage müssen leben und Komponisten, Urheber haben ihre Rechte und sollen ihr Geld bekommen. Aber wenn man die 20.000 Euro nicht zahlen möchte, schaut man, wann werden die Rechte frei. Genau.
24 Kalman, mehr wird nicht verraten. Na wunderbar, ich meine, Emmerich Kalman hat ja auch fantastische Operetten geschrieben. Absolut. Da gibt es doch einiges Gutes. Oh ja, und es ist nicht Arizona Lady, was seine letzte und ein bisschen schief gegangen, aber sehr lustig, aber schief gegangen. Dieses nicht, das kann ich schon verraten. Eine Frage noch. Ja. Du hast zu viel produziert, auch als Chefdramaturg quasi. Was ist eigentlich dein, gibt es so etwas wie ein Lieblingswerk, ein Lieblingsstück, wo du sagst, bitte, das möchte ich immer und immer wieder hören? Naja, da gibt es natürlich viele, weil es gibt Mozart und Verdi und Wagner. Ich möchte wieder hören und auch wieder an der Volksoper sehen, obwohl mir das nicht zusteht, Brigadoon. Mhm. Das war so eine, also bei den Musical, das war so eine Entdeckung, das war so eine sympathische Produktion. Und ich sage das nur, weil ich gehört habe, dass Brigadoon wiederkommen soll. Irgendwann. Dann wünschen wir uns, dass wiederkommen soll von Brigadoon extrem. Ja. Das fände ich gut. Was wünschst du dir von der Volksoper? Ich wünsche der Volksoper, also ich habe keine Wünsche an die Volksoper, aber ich wünsche der Volksoper und den Leuten, die dort ein- und ausgehen, nämlich sowohl beim Bühnentüdel wie auch bei den Zuschauereingängen, dass sie eine gute Zeit haben mit der neuen Direktorin Lotte de Beer. Ich wünsche der von Herzen alles Gute. Sie wird es nicht leicht haben. Es sind überhaupt keine leichten Zeiten für Theater. Und es ist ja erst ein großer Job in dieser Art. Also die hat einiges vor sich, aber ich hoffe, dass die Volksoper floriert. Das wünsche ich ihr. Das würde ich mir auch wünschen. Und notfalls kann sie dich ja anrufen. Ich glaube nicht, ob sie das... Aber sie kann mich immer anrufen. Sie hat meine Nummer. Das ist gut. Lieber Christoph, vielen lieben Dank, dass du da warst. Danke, Peter. Toi, toi, toi für Langenlois, für den Opernball. Oh ja. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, danke, dass Sie wieder bei uns waren. Sie haben schon gehört, der Opernball findet heuer im Juli statt, und zwar bei Operette Langenlois. Gehen Sie hin, tanzen Sie Walzer, genießen Sie Richard Heubergers wundervolle Operette in einer Top-Besetzung und mit Christoph Wagner-Trenkwitz als nicht unwichtiger Kellner Christoph. Und bleiben Sie uns bitte treu. Ich freue mich auf das nächste Mal. Herzlichen Dank.